Okay. So. Dann, ups, das war das Falsche. Ich habe tatsächlich keine einen Ingots bei. Ups. Ich dachte mal, ich warte mal nicht, ich hätte welche. Naja, dann nicht. So. Bei denen der Dynamic Tank, Bucket und Stahl. Ja, gut. Hier hat halt ein Bucket drauf. Was soll's. Und hier Osmium und Redstone. Aber mehr Osmium, als ich da habe. Ich meine, soll mich nicht stören. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier wieder eine gute Menge Osmium Ember haben. Jo, 33. 33 ist gut. Das ist mehr als ein Stack an tatsächlichen Ingots. Letztendlich. Ich sollte das Zeug hier aber rausziehen. Hm. Okay. Ein bisschen blöd getimed. Ja, egal. Sowieso blöd, wenn man so eine Mischung da drin hat, wie ich aktuell habe. Oh, da ist ein Enderman. Sehr nice. Okay. Das ist dann schon mal hier der erste Enderman-Kill. Und ich habe keinen Platz für die Enderperlen, sehe ich gerade. Das ist nicht gut. Die will ich haben. So. Okay. Okay, okay. Weg mit dem Zeug hier. Damit, damit. Die brauche ich gerade nicht. Bei ihr viel brauche ich jetzt gerade auch nicht wirklich. Okay. Gut. Was brauchen wir ansonsten noch? Ansonsten haben wir alles. Sehr schön. Okay, 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 okay. Lasst mich mal überlegen, ob wir hier gerade noch irgendwas anderes sinnvoll brauchen. Eigentlich nicht. Jedenfalls fällt mir gerade nichts weiter ein. Und natürlich braucht man neben dem Ding auch noch den Separator, den Electrolytic Separator. Pulverized Gold, Pulverized Osmium. Was vom Crusher nimmt? Ja. Okay. Okay, das kann ich einfach in den Crusher schmeißen. Das sind dann zwei Osmium, ein Gold, ein Eisen. So. Nicht Elektrum. Gold.
So, okay. Gut. Das wäre das. Doch, jetzt haben wir noch zwei Blöcke. Gut. Wobei ich jetzt erstmal nur noch den einen rausziehe und danach ziehe ich mir direkt aus mir. Ich glaube, das war so rum. Jo, okay. So. Ich werde davon eh einige brauchen, von daher machen wir mal, ne? So, dann brauche ich noch eine letzte für das Rezept hier. So. Und die Pressurized Gedingensdönsen. Brauche ich nur noch einen von denen. Gut. Haben wir dann auch. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. So, und so langsam habe ich das Gefühl, dass ich das Zeug hier woanders hinstellen sollte. Keine Ahnung, wie ich auf die Idee komme. Okay. Dum-dum-dum-dum. Stellen wir das mal alles nach da. Aber natürlich in genau dieser Reihenfolge hier. Daran ändert sich nichts. Habe ich den? Ja. So. Wenn dann, ne? Hallo? Ich habe dich doch gerade umgedreht. Der dreht sich wieder zurück. Der Sack. So haben wir nicht gewettet. So haben wir aber nicht gewettet. Sag ich dir, ups. Ich weiß nicht, ob ich genug Platz für all das Zeug habe. Oh, fällt das gar nicht raus? Das fällt gar nicht raus. Wie gut ist das denn? Das gefällt mir. Und hier an sich... Genau das gleiche. So. Okay. Du wirst für meinen Geschmack auch falsch rumstehen. Also ändern wir dich auch. So. Oh. Wir sind jetzt auf Advanced mit 11% Chance und haben Pristine Zombie Matter. Die Pristine Zombie Matter. Brauchen wir für einen Monster-Spawner
Und die können wir halt im Loot Fabricator nutzen, um dort Rotten Flesh, Iron Ingots, ne, also was ihr hier halt seht, herzustellen. Was auch ganz nice ist. So. Okay. Dich stellen wir mal da so hin. Natürlich habe ich die Flugstacks nicht mehr im Inventar. Da sind sie. Okay. So. Okay. Erstmal, du brauchtest Wasser und Wasser und Hydrogen. Genau. Wasser und Hydrogen. Den da weg. Ja, perfekt. So. Dich nehmen wir da auch noch weg. Dich und euch alle hier auch. So. Das machen wir jetzt nämlich alles hier durch den Boden durch. So, sehr schön. Und hier dann entsprechend auch im Boden entlang. So, das Ganze hat nämlich den Vorteil, dass ich hier jetzt dass ich hier jetzt einfach die hintere Seite noch frei habe, um dort Sachen rein zu pipen. Und ich merke gerade, ich habe mein Licht nicht an. Hallöchen, Rena. Übrigens, na, wie geht's? Wie geht's? So, okay. Ich brauche hier drin jetzt gerade. Na, wo ist das Rezept? Wahrscheinlich ganz hinten, ne? What? Ich hab's schon übersprungen. Moment. Biofuel. Hier. Okay. Wasser und Hydrogen. Wasser und Hydrogen mit zwei Biofuel werden ein Substrate und ein bisschen Ethylen. So. Gut. Gut.
Ich habe immer noch keine sinnvolle Methode gefunden, um das, um die Sachen mit dem Wasser zu machen. Also für eine endlose Wasserquelle. Aber das soll nicht das große Problem sein. So, und hier ein Electrolytic Separator, der auch Wasser brauchen wird. Oh, da fällt mir gerade ein. Die Teile hier haben sehr spezifische Inputs und Outputs. Okay, hier kann ich es noch selber konfigurieren. Hier nicht. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Okay. Add Mechanism. Was brauchte ich erstmal? Hydrogen, also ein Gas. Game music at its best, 24 hours a day. You're listening to the RP Gamers Network Radio. Ah, hier. So. Stahl und Glas. Okay. Habe ich das? Das habe ich. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Stahl und Glas. So. Und an sich machen wir uns noch einen Basic Tank. Redstone. Hier. Machen wir uns noch einen neuen Basic Tank. So. Einfach um zu schauen, wenn ich da jetzt. Wenn da jetzt Wasser reingeht. Okay. Kein Ding. Ist jetzt erstmal nur für den Test, ne? So, hier geht das Wasser rein. Und wir haben Hydrogen links und Oxygen wird dann rechts kommen. Ah, und Oxygen geht rechts raus. Okay, das heißt, links raus geht Hydrogen. Hydrogen geht links raus. Das heißt, ich muss das ganze Ding umdrehen. Yay. Ich meine, ist kein Problem. So. Damit kann ich arbeiten. Ich muss es nur wissen. Und das weiß ich's. Okay. Okay. Nee. Da nimmt das nicht. Da nimmt das. Okay. Hydrogen haben wir schon mal drin. So, das ganze Hydrogen haben wir drin. Gut. Das heißt, das Ding brauchen wir so rum. Dort.